Hier solltest du aufs Dach kommen. Ich helfe dir hoch. Ich werde euch dann Deckung geben. Du warst schon immer ein besserer Schütze als ich. Vater ist jetzt bei mir. Und er würde nicht wollen, dass wir hier im Postamt durch ein paar Bastarde sterben. Er wäre stolz auf dich. Stolz auf uns. Bring sie in die Kanalisation. Gebe euch vom Dach aus Deckung. Nicht verfehlen. Das tue ich nie. Also, Rebiata, sobald wir draußen sind, müsst ihr euch verstecken, bis Bolivar in Position ist, okay? Ich habe ein Funkgerät gefunden. Bolina, siehst du eins auf dem Dach? Kannst du mich hören? Ich empfange nichts. Bursche, ich hoffe, du hörst endlich mal auf mich. Wir sitzen im Krater bei der Wand fest. Bolina, wir laufen auf dein Zeichen zur Kanalisation. Dann, Bewegung! Bolina, deine Aufmerksamkeit! Deutsche, auf der anderen Seite des Kraters! Okay, Leute, runter in die Kanalisation! Bolina, gib ihnen Deckung! Wir brauchen einen Moment, um sie aufzubekommen! Bolina, das Hotel! Sie nageln uns von oben an der Hotellobby fest!
Polina, sie wollen dich auf den Dächern flankieren! Das sind Gerüste an der Seite des Gebäudes, die du benutzen kannst. Stalingrad zu überleben war keine Kleinigkeit. Zu entfliehen, noch schwieriger. Aber niemand entflieht so etwas wirklich. Die Nazi-Kriegsmaschinerie hatte uns alle berührt. Etwas Bedeutendes weggebrannt. Ich denke, das war es, was uns für die SOI interessant machte. Aber bei Polina reichte die Wunde bis ins Mark. Sie war dazu bestimmt, sich zu revanchieren. Das machte sie zum tödlichsten Mitglied meines Teams. Eine rührende Geschichte. Du konntest nicht mal das Leben deines Vaters retten. Also sag mir, warum ist eine Russin mit einem alten Gewehr Teil einer alliierten Geheimoperation? Du machst mir keine Angst, kleine Maus. Du verstehst das falsch, Mädchen. Es ist nicht nötig, dass du Angst hast. Es genügt mir, dass du schreist. Das bringt deine Freunde zum Reden. Wieso? Weil ich eine Frau bin? Du bist nicht sehr gut darin, oder? Sag mir, welche anderen Missionen haben die Alliierten noch in Deutschland? Nichts, was der Rede wert ist. So, was ist denn der Rede wert, Fräulein? Friesinger. Hollinger. Bestimmt erzählen wir zwei die gleiche Geschichte. Weg mit ihr. Schicken Sie mir alles über Kommandant Steiner und alle Fotos der russischen Scharfschützin. Lady Nachtigall. Ja, genau die. Und Herr Friesinger, ich wollte gerade zu Ihnen. Wir haben es durch die Frau bestätigt. Der 6. Alliierte ist tot. Ist das so? Ein Amerikaner. Verhaftet in Tempelhof. Ein Flugzeug? Das ergibt keinen Sinn. Die haben Sie lächerlich gemacht, Richter. Und Sie machen das Gleiche mit mir! Der Amerikaner wird jetzt hergebracht. Wenn ich ihn selbst verhören muss, habe ich keine Verwendung für Sie.
Was glaubst du? Wollte nur nett sein. Was hast du ihm gesagt? Es ging um Foltertipps. Schon gut. Ich hab gelogen wie du. Hat das geklappt? Er brach ab bei der Erwähnung von Friesinger. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich zuallererst ins Kino gehen. Mir Les Trois Mousquetaires ansehen. Und lass mir von Edith Merat mein Herz brechen. Und du, Lucas? Was machst du, wenn wir hier rauskommen? Ich? Wenn ich daheim bin, esse ich Lemmingtons bis zum Abwinken. Nur Kuchen. Die ganze Zeit. Was dir fehlt, weiß ich. Ja. Ich wünsch mir, dass die liebliche Barbara in meiner Kneipe mir Bier ausschenkt, bis ich diese Hölle vergessen hab. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Alle, die ich liebe, sind tot. Und ich fühle nur noch was, wenn ich einen Deutschen sehe, der um sein Leben fleht. Also, ich bin exakt dort, wo ich hingehöre. Wade erschien, genau wie ich gehofft hatte. Er spielte seinen Teil, ohne meinen Plan auch nur zu kennen. Das Team hatte ihn abgeschrieben, aber ich zählte auf seinen üblichen Charme. Trau dich das nochmal, dann haben wir ein verdammtes Problem. Ihr Team hat mich angelogen, Lieutenant. Lieutenant? War das so schwer? Endlich etwas Respekt. Ich weiß, du bist der Sechste. Was wolltest du mit dem Flugzeug? Ihr Nazis. Ihr war wohl im stinkenden Pazifik. Wobei haben sie denn wohl nachgelogen?